Hallihallo, willkommen bei den Hopfenjüngern. Mein Name ist Johannes und heute gibt es eine weitere Folge vom Hopfenjünger Bierlexikon und ich habe sehr kompetente Unterstützung. Neben mir sitzt Dr. Andreas Nifke, Bierblog Trier, der Biersommelier aus Trier. Herzlich willkommen. Danke sehr. So, und wir sprechen heute endlich mal, wir haben schon ganz oft angekündigt, heute sprechen wir endlich mal über West Coast IPA. Viel Spaß. Ja, meine lieben Freunde, also neben mir sitzt Andi, du hast es schon vorgestellt, seines Zeichens auch Biersommelier. Ja. Und kompetent. Ich bilde es mir ein. Dr. Andreas Knifke, aber du hast nicht in Bier promoviert. Nein, ich habe nicht in Bier promoviert. Aber es macht sich gut immer. Es macht sich immer sehr gut und ja. Ich habe im weitesten Sinne in Geschichte promoviert und das passt ja auch zu dem Thema heute, weil heute geht es um Biergeschichte. Das stimmt. Deshalb habe ich auch den Andi eingeladen. Ich habe ihn auch deshalb eingeladen, weil wir hatten mal so einen kleinen Disput, was West Coast angeht. Vielleicht können wir das heute rausarbeiten. Aber, liebe Freunde, also West Coast IPA, dahinter steht das IPA, das India Pale Ale. Was das ist, könnt ihr auch erfahren. Kann ich hier oben einblenden, hier über deinem Kopf, Andi. India Pale Ale, dann haben wir schon New England IPA, haben wir auch aufgearbeitet. Was noch fehlt, ist das West Coast IPA. Es fehlen noch viele andere. Aber West Coast IPA erlebt ja so eine Renaissance momentan wieder. Das ist richtig, ja. Deshalb ist es wirklich, tut es wirklich Not, mal darüber zu sprechen. Das sollten wir aber nicht mit trockener Kehle tun. Sollten wir einen trinken? Natürlich. Gut, was haben wir denn da? Also du hast zwei Biere vorbereitet. Einmal Tradition pur, Sierra Nevada Torpedo. Und einmal von unseren Freunden vom Atelier Frei, das aus der neuen Missing-Serie und vermisst werden 60 Ibu IPAs. Und ob wir die heute noch finden, werden wir sehen. Ich würde sagen, wir fangen traditionell an. Natürlich. Also Sierra Nevada, wirklich kann man sagen, ein Pionier. Ja. Also authentischer geht es im Prinzip gar nicht. Wir sind nämlich jetzt an der Westküste in Kalifornien. Chico. Warst du schon mal in Chico? Nein, ich war noch nicht in Chico. Sierra Nevada seit im Prinzip seit den 70ern unterwegs. Ne? Späte 70er, Anfang 80er, ja. Also die sollten es wissen, dem Gast schenkt man zuerst ein. Und ja, also India Pale Ale, also ganz grob kurz erklärt, ein hopfengestopftes, obergäriges Starkbier. Hopfengestopft heißt, der Hopfen kommt halt während der Gärung oder während der Reifezeit rein und hat dann Zeit, seine ätherischen Öle abzugeben. Und dadurch schmecken diese Biere so fruchtig. Das ist jetzt mal die ganz kurze Fassung. Ja. Ja, wer wissen will, was er jetzt mit Indien auf sich hat, muss sich jetzt durchklicken zum Hopfenjünger Bierlexikon India Pale Ale. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Und ja, das Spektrum in IPA ist so breit. Ja genau, lass uns mal anstoßen. Prost. Zum Wohl. Auf euch. Ah, guck mal hier. So sieht das aus. Also wir sehen schon einen Unterschied zum New England. Das ist jetzt nicht mehr gelb, das geht jetzt in die Bernstein-Richtung. Gut, dass du sagst. Ja, man könnte auch sagen, hier so einen schönen Kupferton. Ist aber auch nicht ganz klar. Ne? Auch so ein leichter Schleier. Oder ja, schon ein bisschen gewisse Trübung drin. Ja, wonach riecht's, Herr Doktor? Sehr reife Früchte tatsächlich. Ist jetzt nicht das New England Fruchtkompott, nicht der tropische Frühstückssmoothie, sondern reife Aromen, Trockenfrüchte so ein bisschen noch dabei. Also hier merkt man schon an der Nase, da ist was los im Glas. Da ist was los im Glas, ja. Gut, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, also ja, ich denke auch immer so ein bisschen an kandierte Orange. Die Amerikaner schreiben in ihren Tasting Notes immer Pine. Das ist ja klassisch Harz, harzige Noten. Da sind wir schon beim Thema Bitterkeit eigentlich. Ja. Pinienharz würde man so übersetzen. Ich bin neulich gefragt worden, wie schmeckt denn Pinienharz? Aber die Amis, in den Wald gegangen und am Baum geschleckt. Nee, die Amis schreiben mir immer Pein bei diesen Bieren. Ja. Und dann die Bittere. Wir haben hier doch eine ziemlich präsente, garstige Bittere, die, wenn man sowas zum ersten Mal trinkt, ambitioniert ist. Hier ist es ein bisschen aufgefangen tatsächlich von einem doch soliden Malzkörper. So eine leichte Süße kommt auch mit rein. Also eigentlich nicht ganz typisch für die klassischen West Coast IPAs, über die wir gleich noch sprechen, sondern tatsächlich hier ein reifes, vollmundiges, auch malzbetontes
Bier, aber durchaus Hopfen betont. Ich glaube, das denkt man, kann man merken. Man muss aber immer noch sagen, wo sind wir hier zeitlich? Also wir sind hier Anfang der 80er Jahre, Torpedo, eines der frühesten Biere von Sierra Nevada. Und da steckt eine gewisse Technik auch dahinter, nämlich der Hop-Torpedo. Eine Art Maschine, mit der man eben Hopfen möglichst effektiv ins Bier bekommt. Es gibt auch Hop-Gun mittlerweile vom Braukon. Da geht es wirklich darum, dass man nicht so, wie man Dry-Hopping heutzutage oft auch im Homebrewer-Bereich macht, dass man da so ein Teebeutelsäckchen mit Hopfen... Ein Nylonstrumpf. Nylonstrumpf in den Lagertank hängt. Sondern da geht es darum, dass man den Hopfen wirklich presst, also eng zusammenfasst und dann mit viel, viel Druck das Bier durchschießt. Der Torpedo ist eher so ein bisschen so eine Zentrifuge, aber da geht es eben darum, in kürzester Zeit so viel Bier wie möglich mit so viel Hopfen wie möglich in Verbindung zu bringen, um so viel wie möglich Geschmack daraus zu ziehen. Also du sprichst schon an, woher der martialische Name hier herrührt. Das ist natürlich auch Marketing. Ne? Wenn man das Ganze Torpedo nennen kann, hört sich besser an. Ja gut, da kannst du jetzt kein Session IPA machen, wenn du es Torpedo nennst. Nein, aber dass man diese, also es geht um eine Apparatur, die das Hopfenstopfen so ein bisschen auf die Spitze treibt, kann man sagen. Genau. Ja. Und das denn Ding gibt man natürlich einen schönen schmissigen Namen. Hört sich besser an wie ein Edelstahl-Hopfenstopfrohr. Ja? Torpedo, ja. Gut, und das ist auch der Grund, warum die das so nennen. Und der ist Anfang der 80er. Genau, der war schon relativ früh. Das, der Torpedo. Also es geht um die Hopfenstopfung. Und ja, wo kommen diese Biere her? Warum West Coast? Möglicherweise kommen sie von der Westküste. Genau, wir sind, wie so oft, was Bier angeht, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Amerikaner haben in den letzten Jahrzehnten Bier mehrfach neu erfunden. Und das IPA, die ganze Craft-Bier-Szene wäre so ohne IPA wahrscheinlich gar nicht denkbar. Ja. Und ja, das kommt daher, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Ende der 60er Jahre war es die University von Oregon, glaube ich, die am Hopfen geforscht hat. Die hat den Hopfen weiter geforscht. Und in dem Cascade-Gebirge, da ist tatsächlich auch ein großes Hopfenanbaugebiet. Und da haben die neue Hopfenzüchtungen vorangetrieben. Und ja, und auf einmal fingen die dann an, damit auch Biere zu brauen. Logisch, 1975 das Liberty Ale von Anchor. Anchor? Fritz Maytag, San Francisco. Ja, Anchor hat jetzt vor kurzem leider seine Tore geschlossen. Ja. Aber wenn man ein Anchor Liberty Ale getrunken hat, da ist das Ganze natürlich sehr verhalten. Aber du merkst schon, wohin die Reise geht. Und dann haben die sich natürlich gegenseitig immer übertroffen. Und dann ging es los mit diesem Run. Ja? Immer mehr Hopfen und vor allen Dingen auch die Jagd auf die IBUs. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also 1975 sind wir ja eigentlich noch einen Schritt vor der Craft Beer Welle. Ja. Weil das überhaupt wieder Brauen im größeren Stil erlaubt wurde. Jimmy Carter Ende der 70er Jahre erst, da wurde Homebrewing wieder erlaubt. Anfang der 80er Jahre dann auch in Brewpubs. Also es durfte nur noch in größeren Brauereien tatsächlich eigentlich Bier gebraut worden und Anchor gehörte da tatsächlich dazu. Also hier sind wir jetzt nicht in so einer kleinen Craft-Beer-Garagenbrauerei gelandet. Wie zum Beispiel Sierra Nevada, die haben so angefangen. Genau, sondern sind tatsächlich in einer großen Brauerei, aber mit neuen Ideen. Ja. Und die Basis für diese Idee war tatsächlich eine Reise nach Großbritannien, wo sie diese traditionellen englischen Ales kennengelernt haben und auch die alte Technik des Hopfenstopfens, die eigentlich... Dry-Hoppings hört sich ein bisschen eleganter an. Gab es die zu dem Zeitpunkt in England überhaupt noch? Die gab es noch, aber auch nicht mehr häufig. Okay. Und das haben sie quasi mitgebracht. Und auch die Idee ist ja alt. Also, dass man mit mehr Hopfen arbeitet, da geht es ja auch darum, die Biere haltbarer zu machen. Da ging es ja primär erstmal gar nicht so sehr um den Geschmack, sondern darum, die positiven Effekte des Hopfens zu nutzen, um Biere für den Transport haltbarer zu machen. Und diese Technik haben sie nach Amerika gebracht und ja, das war so ein bisschen der Startschuss, oder vielleicht ein bisschen der Frühstart sogar, könnte man sagen, für die Craft-Beer-Bewegung, die sich sehr stark auf diese alten Bierstile besonnen hat. Die Ales, das Liberty Ale heißt nicht India Pale Ale, das heißt Liberty Ale. Ja. Also sie waren da gar nicht so sehr in dem IPA-Thema zu dem Zeitpunkt drin. Aber es wird sozusagen als erstes modernes IPA. Genau. Ohne, dass die damals wussten, dass es quasi der Startschuss für diesen... Genau. Und, aber es ist genauso, Porter war zu dem Zeitpunkt auch in Großbritannien eigentlich völlig vergessen. Kein Mensch hat mehr Porter getrunken. In der Craft Beer, frühen amerikanischen Craft Beer Szene kamen diese alten Bierstile dazu. Stout, Barley Wine. Das ist die
ich sag mal, sie stehen auf den Standing on the Shoulder of Giants, also das auf den Schultern der Giganten stehen, der Riesen stehen. Das ist Craft Beer, aber es geht eben auch darum, einen Schritt weiter zu gehen, und das ist dann passiert. Ja, aus diesem Grund habe ich hier den Andi eingeladen. Immer sehr fundierte historische Ausführungen, die er bieten kann. Vielen Dank schon mal dafür. Aber das gibt wirklich so einen Einblick überhaupt, wo Craft Beer herkommt. Ja. Und ja, und dann habe ich eben schon angedeutet, dann ging das halt weiter. Und dann haben andere Brauereien, dann wurde es ja erlaubt, dann in den 80ern, aber dann vor allem in den 90ern. Ja, die hatten Bock auf Geschmack. Ich meine, ihr kennt alle die US-Biere, die so ein bisschen im Verruf sind, Miller Lite, die übrigens mit Cascade gearbeitet haben, allerdings in völlig anderen Dimensionen, als es dann oder in wesentlich wenig kleineren homöopathischen Mengen. Genau. Bud Light, diese Biere, die man eigentlich nur knapp über dem Gefrierpunkt genießen kann, sollte, darf. Und die hatten Bock auf Geschmack. Ja. Und als es dann wieder erlaubt war, haben sie, Amerika ist ein Hopfenland, die haben da alles reingeballert in die Hopfentorpedo, was sie gefunden haben. Genau, dann ging der Run los. Also die Ursache lag darin, dass die Massenbiere so unfassbar schlecht waren. Bud Light, gab Miller's, Coors. Ja. Wer sowas schon mal getrunken hat, eiskalt geht's. Aber wer war schuld? Fast alles immer die Deutschen. Ne? Alles deutsche Brautradition. Ja. Anhäuser und Busch waren beides Deutsche. Aus Mainz. Ja, aber die haben mit Maisto arbeiten, haben die aus Deutschland nicht mitgebracht. Ja. Auf die Idee kamen sie in Amerika. Der Miller war auch ein Müller eigentlich, auch Deutscher. Ja. Jüngling. Gott sei Dank gab es keinen Meier dabei. Meier gibt es nur in der Film. Ich recherchiere mal. Ja, recherchiere mal, ob es mal einen Meier. Aber einen Kniff hat es nicht gegeben. Nein, ich glaube nicht. Gut, okay, also bevor wir abschweifen. Dafür bin ich doch da. Zum Abschweifen. Ja. Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst, dieses Video wird nicht nur 12 Minuten dauern. Aber das macht nichts, weil es ist schon ganz interessant. Ja, und wenn dann die ersten Brauereien angefangen haben, so geile Biere zu brauen, das spricht natürlich rum. Und das hat einen Trend gesetzt. Ja. Und dann ging natürlich der Run los. Mehr Hopfen, mehr Bitterkeit. Man gewöhnt sich auch so ein bisschen an die Bitterkeit. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe 2014 mein erstes IPA getrunken und ich war total geflasht, wie bitter das ist, aber trotzdem, dass es schmeckt. Ja. Ja. Und ja, das ist eigentlich die Bewegung, wie sie dann weiterging. Ich glaube, die hatten jetzt in den 80er Jahren nicht am Anfang schon 60, Nein. 70, 80 Ibus. Nein. Oder? Von wann hast du gesagt, Torpedo? Ja, aber das ist ja jetzt keins aus den 80er, das wird sich ja auch entwickelt haben. Haben wir auch weiterentwickelt. Wir haben nämlich hier, so habe ich es recherchiert, beim Torpedo haben wir 65 IBUs, also International Bitterness Units. Ja, und so mehr Hopfen man verwendet zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gar nicht das Stopfen ist das Entscheidende, sondern es wurde eben auch mehr Hopfen mit verbraut. Der Brauer spricht vom Isomerisieren, um die Alphasäure in Bittereinheiten umzuwandeln und viel. Also das Problem an diesen IBUs, an den Bittereinheiten, Bitterkeit ist ein messbarer Wert. Also wenn ich jetzt ein Double IPA habe mit der hohen IBU-Anzahl, wirkt das ganz anders, als wenn ich einen Pilz habe mit einer ganz hohen IBU-Anzahl. Weil man hat beim Pilz natürlich viel weniger Aromen nebendran, viel weniger Körper, die mit dieser Bitterkeit umgehen kann. Und man kann natürlich viel kaschieren, sage ich mal, an Bitterkeit oder neutralisieren, dadurch, dass man eben ein vollmundiges, starkes Bier hat. Pilz grob, wo liegen wir da? 28 bis 30, kommt immer aufs Wasser. Das ist bitter, die großen Markenpilsener, dass sie überhaupt schon unter 30 gerutscht sind, muss man sagen. Ja, also nur als Vergleich, wir sind hier eigentlich rechnerisch doppelt so bitter. Es schmeckt auch bitter, aber es wird halt, hast du gerade erklärt, in Relation gesetzt, weil man doch ein bisschen mehr los im Glas. Wenn ich kurz darauf hinweisen darf, du hast die Kraftbräu-Mütze an. Das New Zealand-Pilz von Kraftbräu beispielsweise hat knapp 60 IBUs. Oh, das ist viel. Das funktioniert auch nur deshalb, weil wir dort eben auch mit neuseeländischem Aromahopfen gestopft haben, was viel von der Bitterkeit dann wieder auffängt. Ah ja, das ist schon brutal. Ja. Bis jetzt kannte ich Herrenpilz von Riegel mit 46. Ja, das war also die Idee, quasi einen Herrenpilz auf Steroiden zu machen. Ja. Ja, kann ich nur Werbung machen, wer in Trier ist, bei Kraftbräu vorbeischauen und dann sieht man dich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß. Ja. Ja. Gut, also das erklärt so ein bisschen, wir sind also an der Westküste und dieser Run ging eigentlich, bis wir beide eingestiegen sind, vor 6, 7, 8 Jahren. Ich erinnere mich, wir hatten noch jetzt 8-jähriges Jubiläum, glaube ich.
Mit unserem ersten Tasting, was wir hatten. Genau, und da wurde ich nämlich von den Hopfenjüngern eingeladen zu einem Tasting auf offener Straße, gewissermaßen. Und wir haben es auf dem Kornmarkt getroffen und ihr hattet eine ganze Reihe Biere dabei und habt die mit mir verkostet. Von der Westküste, die hat mir ein Freund aus Kalifornien mitgebracht. Davon habe ich übrigens noch eins. Darauf wollte ich hinaus, denn da waren viele Biere dabei, die ich in der Form zu dem Zeitpunkt auch noch nie getrunken hatte. Und ja, gerade die Bitterkeit, das war schon damals was Neues. Können wir jetzt hier für die ganze Weltöffentlichkeit festhalten, dass du quasi von den Hopfenjüngern in die Bahn gelenkt wurdest? Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Gut, nee, aber der Hinweis, dass ich jetzt davon eine Flasche habe, das ist eigentlich nicht zu raten. Die IPAs, die leben schon von der Frische. Dieses hopfige Aroma, gerade den Stopfhopfen, die sind eigentlich nicht zum Agen geeignet. Kann man mal machen, aber ist eigentlich nicht dafür gedacht. Genau. So, und dann müssen wir jetzt, ich glaube, wir sprechen jetzt noch ganz kurz, was nämlich dann passiert ist. Und dann kam der neue Trend. Genau. Und das war, ich glaube, das waren 2012 The Alchemist aus Vermont, waren das die ersten, die dann auch IPAs gebraut haben, aber eben ganz anders. Und das war der Startschuss für das New England IPA, was ihr im Übrigen auch anklicken könnt. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. New England IPA, was es damit auf sich hat. Aber um es kurz zu sagen, ganz anders. Du sprichst, die Biere sind... Ja, du atmest, du möchtest was sagen, dann sag, dann sprich was. Wann hast du denn das letzte Mal einen Heady Topper oder einen Focal Banger getrunken? Ja, die kriegt man nicht so oft. Ja. Das ist zwar, aber ich hatte jetzt neulich noch ein Equilibrium. Ja. Und die gehören in Amerika mittlerweile zu Top 5 IPAs. Ja, die haben auch so einen wissenschaftlichen Ansatz ans Brauen. Und, ja, die arbeiten, da wird auch gar nicht mehr nur mit Hopfen gearbeitet, sondern da wird mit Hopfenölen gearbeitet. Bartas ist übrigens deutscher Hopfentechnologe, kann man sagen. Ja. Das ist im Prinzip eine Flüssigkeit. Das ist wie so eine Lenore-Flasche. Und da ist dann aus den Lupulinen das volle Aroma drin. Da geht es gar nicht mehr darum, den Hopfen in seiner Gänze zu präsentieren, sondern das ganze Faserzeug, das Grünzeug stört nur. Es geht nur um die Lupuline. Ja. Aber der Startschuss, der kommt von der Alchemist. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich dieser Terminologie, diese Trennung West Coast IPAs auf der einen Seite super bitter und auf der anderen Seite die mega fruchtigen, weniger bitteren New England IPAs. Ja, weniger bittere, wenn du mal ein Trillium getrunken hast. Ja, darauf will ich eigentlich hinaus. Okay, und, also dieser extreme Gegensatz besteht oder bestand sehr lange überhaupt nicht. Mhm. Weil man hatte dann irgendwann diese ins Extreme geschobenen West Coast IPAs, die damals noch gar nicht West Coast IPA hießen. Ja. Sierra Nevada war sogar noch mit dabei, aber vor allem Stone Brewing aus Escondido, die das wirklich in Sphären getrieben haben, die, da muss man kerngesund für sein, was die Bitterkeit angeht. Also IBUs weit über 100. Genau, und da ging es so ein bisschen auch ein bisschen, ja, so wie ob man heute so, Fieten Franz hat doch diese scheiße Schaf-Challenge gemacht, wo man dann halt super scharfe Chilis isst. Und so in der Art war das auch mit den West Coast IPAs. Genau, natürlich IBUs, das war eigentlich, aber wenn wir uns zurückerinnern, das war 2015, war es die wichtigste Info. Wenn wir ein IPA getrunken haben, die erste Frage, wie viel IBUs hat das? Ja. Und daraus ergibt sich natürlich dann schnell, dass dann irgendwie so ein Schwanzvergleich dann veranstaltet wird. Irgendwann macht es dann keinen Sinn mehr. Genau. Und am Ende des Tages muss man auch ein Bier verkaufen. Und das war jetzt ein Bier für Nerds. Und es war dann relativ schnell klar, dass man wieder ein bisschen in die anderen Spuren kommt, dass man ein bisschen wieder moderatere Biere macht, ausgewogenere Biere. Und das war so der Startschuss tatsächlich der New England IPAs. Ja, wenn man, darauf wollte ich hinaus, heute einen Focal Banger oder Heady Topper trinkt, käme man nie auf die Idee, dass das ein modernes New England IPA ist, weil die sind auch brutal bitter. Also man kann tatsächlich Frucht und Bitterkeit in Einklang bringen. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich in Amerika auch immer American IPA hieß. Okay. Ich würde schon sagen, dass da ein Bruch ist, aber was die Bitterkeit angeht, habe ich immer dazwischen gegrätscht. In Deutschland oder in Europa wurde immer gesagt, New England IPAs oder Hazy IPAs wären nicht bitter. Ja. Aber wer mal ein Trillium getrunken hat in den Vereinigten Staaten aus Boston, die waren brutal garstig bitter. Aber es gibt schon einen Unterschied. Du hast ein anderes Mundgefühl, weil da eben sehr viel Weizenmalz und Hafermalz verwendet wurde. Und du hast die Farbe, ja? Diese einfach, die so gelb sind. Ja? Ja. Vielleicht kannst du noch mal dein Glas, die meinst du schon wieder leer getrunken.
Hier haben wir ja wirklich diese Kupfer-Bernsteinfarbe, ja, typisch. Und bei den New Englands, die gehen dann schon ins Gelbe. So, und jetzt haben wir alle jahrelang New Englands getrunken und jetzt gibt es eigentlich so eine Renaissance der, genau, der West Coast IPAs. Dann sind wir eigentlich schon... Zumindest, wenn man auf die Dosen schaut und sich die Beschreibungen durchliest, man sieht, findet jetzt wirklich, in jedes zweite Bier ist ein West Coast IPA gefüllt. Genau, und jetzt kommen wir langsam zu dem Disput, aber wir, ja, wir trinken jetzt. Ne? Genau. Also, wir trinken jetzt ein modernes West Coast IPA. Und diesmal trinken wir keinen Original-Amerikaner, sondern, du hast es schon gesagt, Atelier Frei. Die kommen aus dem Hessischen, stark verwandelt mit Blechbrut aus Bamberg. Aber in Deutschland kann man sagen Speerspitze. Ne? Auf jeden Fall. Einer der Brauereien, die ganz vorne am Wind segeln, die dann so viel Nerds wie uns, kann man doch schon so sagen, monatlich neue Release-Packages rausbringt, wo wir dann immer sagen, ich brauche eigentlich nichts und wir bestellen es dann doch. Und das hier ist jetzt Oktober oder August-Release? Nee, das war der Oktober. Nee, das müsste jetzt schon noch der September-Release gewesen sein. Also eigentlich schon wieder zu alt. Wir haben jetzt Mitte November. Also The Alchemist schreiben grundsätzlich kein MHD auf ihre Dosen. Also sie machen nur Dosen, schreiben kein MHD drauf. Ich habe ein Interview mit dem Brauer noch gelesen. Der hat gesagt, man soll sich immer eine ganze Kiste davon kaufen, was natürlich in Deutschland komplett undenkbar ist. The Alchemist jetzt. Ja. Und würde ich gerne tun. Ja. Wenn in den Kühlschrank stellen und alle zwei Tage sollte man sich, glaube ich, eine Dose nehmen, um zu sehen, wie sich das Bier im Laufe der Zeit verändert. Wir machen das auch, aber mit verschiedenen Bieren. Und jeden, dann jeden Tag. Gut, also, wenn wir es jetzt mal anschauen, jetzt ist es, ja, es ist jetzt nicht ganz so kupferfarben, aber es ist doch deutlich ja, bernsteinfarbiger als New England. Aber auch wieder Haziness. Verkosten wir mal. Zum Wohle. Sorry. Ja. Gut. Man, also beim Geschmack kommt natürlich immer viel drauf an, was habe ich gerade vorher im Mund gehabt. Wir sind jetzt hier, so was den klassischen West Coast Geschmack angeht, natürlich jetzt nicht ganz so brutal wahrscheinlich. Ja. Deshalb wirkt es jetzt womöglich noch ein bisschen milder, als es dann doch eigentlich ist. Ich würde schon sagen, dass es schon auch so diese klassische kandierte Orange, diese reifen Früchte hat, im Gegensatz zu diesem aufgeschnittenen Fruchtkorb mit exotischem Frischobst. Ja, wir haben jetzt hier auch eine gewisse Bittere. Was wir aber hier haben, ist tatsächlich auch so ein bisschen weiches Mundgefühl, wie wir es eigentlich vom New England kennen. Und deshalb war ja mein Vorwurf, jetzt kommen wir zum Disput. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Mein Vorwurf war, dass die modernen West Coast, die wir hier in Deutschland so sehen, dass das Crossovers sind. Also die sich dann so aus beiden Welten so ein bisschen bedienen. Und ich habe gesagt, können die denn überhaupt noch West Coast, wie es früher war? Und das war so ein bisschen mein Vorwurf. Und jetzt darfst du den Gegenpol setzen. Ich sehe da eigentlich überhaupt keinen Vorwurf drin, weil okay, das ist so eine, das hat für mich nichts mehr mit Craft Beer zu tun, diese Denkweise. Wir waren eben schon Mitte der 70er Jahre, haben da über das Liberty Ale gesprochen, danach haben wir jetzt eine lange, lange Zeit IPA-Geschichte jetzt schon hinter uns. Und wenn man jetzt mal schaut, das sind jetzt, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, ne, Johannes? Oh, pst. Das sind jetzt seit 75, seit dem Liberty Ale auch schon knapp 50 Jahre. Da war ich noch nicht auf der Welt. Aber knapp. Und du hast auch noch kein Bier getrunken. Das stimmt. Und, undenkbar. Also das sind 50 Jahre Biergeschichte. Ja. Und Fritz Maitag damals hat, ja, die sich der Tradition bedient und aus dieser Tradition was Neues gemacht. Und das ist für mich eigentlich der Geist des Craft Beers. Okay. Der Geist des Craft Beers für mich ist eben nicht konservativ. Nicht, also Tradition ist wichtig natürlich, ja, aber es geht immer darum, den nächsten Schritt zu machen. Craft Beer für mich ist immer progressiv. Und dieses Bewahren, früher war alles besser, das, da habe ich keinen Bock drauf. Und
das ist auch, glaube ich, so die Idee vom Atelier. Wir kennen die auch beide ganz gut. Und die machen das ja immer mit einem Augenzwinkern. Und jetzt hier ist diese typische Vermisstenanzeige, also, die früher mal auf den Milchkartons war. Moment, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich schalte jetzt mal gerade hier. Hier ist eigentlich das, was du sagst, ist ja auch auf der Dose drauf. Hier steht nämlich Modern West Coast. Also genau. Die dann schon für sich genau das in Anspruch nehmen, dass es weiterentwickelt ist. Und das Thema, was wir hatten, ist eben Tradition. Ich habe es eben schon gesagt, wir stehen auf den Schultern von Riesen, natürlich, aber es muss weitergehen. Und das ist genau das Thema, was auch hier ist. Das Atelier macht immer im Artwork sehr viele verschiedenste Anspielungen, sage ich mal. Rätsel, könnte man sagen. Mir haben sie auch noch nicht alle verraten. Ich hatte das auch schon im Blog. Und meinten aber, ich hätte ziemlich viele rausbekommen. Und das Thema Tradition spielt da auch eine gewisse Rolle. Also wir haben ja auf der einen Seite hier diese Milchtütenästhetik, wo damals auch in Amerika Vermisste gesucht wurden. Und was hier eben gesucht wird, werden die guten alten 60 IBU, IPAs. Eigentlich die Ansprache an mich, die ich auch suchen gegangen bin. Genau, und aber natürlich mit dem Augenzwinkern. Aber diese Verwurzelung in der Tradition ist auch mit drin. Und wer das, ich löse es jetzt nicht auf, aber ich sag mal vorsichtig, die Telefonnummer spielt eine gewisse Rolle. Also da könnte man. Disappeared at 1:80 p.m. Genau. Also entweder ruft ihr an, könnt ihr auch machen. Man kann aber auch googeln zur Not. Okay, please call 212-922-9165. Genau. Mag's jetzt nicht sagen. Ich stehe total auf dem Schlauch. Date of Birth 1975, hier steht's. Genau. Das ist das Liberty Ale, ist die Anspielung darauf. Genau. Eyes clear orange gold, waist chico, weight slim. High, 440 Milliliter. Ah ja, und jetzt hier sind die Hopfen angesprochen. Cita Motueka, a bird tattoo on the upper arm. Ja, also West Coast IPA als ist eigentlich gar kein offizieller Bierstil, obwohl offizielle Bierstile gibt es ja gar nicht, aber man verweist oft auf die BJCP, also die Regeln, nach denen Bier-Judges ihre Biere raten. Bier-Judges Certification Program, genau. Und da gibt es kein West Coast IPA, dann ist es American IPA. Es ist ein IPA. Gibt es denn da New England? Nein, auch nicht. Und die gab es auch lange Zeit was machen wir hier? In der Geschichte nicht. Also ich sage das ja jedes Mal, diese Kategorien ergeben Sinn für gewisse Kontexte. Es gibt zum Beispiel den einen Kontext, natürlich für Wettbewerbe macht Sinn und dass wir uns in die Haare kriegen, macht es das auch absolut Sinn. Das macht brutal Sinn. Und, das kriegen wir auch so hin. Genau, das kriegen wir auch so hin. Aber eigentlich ist es, das sind Schubladen. Und ich bin da jemand, der denen das zuwider ist, in Schubladen zu denken. Und von daher sind diese Bierstile so Handlungsempfehlungen und natürlich Verweise auf die Tradition. Das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Und das ist auch den ganzen Craft-Beer-Menschen wichtig. Aber wie gesagt, es muss weitergehen. Es ist natürlich aber auch für weniger nerdige Menschen schon auch wichtig. Kaufhinweis, natürlich, klar. Wenn ihr jetzt schon mal gemerkt habt, dass ein Hazy oder ein Jüngling IPA euch gefällt und da steht West Coast drauf, damit ihr wisst, dass es ein Tick anders ist. Ja. Aber es gilt wie immer, probieren, probieren, probieren. Du musst üben. Übungen haben wir beide genug. Definitiv. Was gibt es sonst noch zu sagen? Gibt es noch irgendwas abschließend zu sagen? Nein. Es war schön, hier zu sein. Ja, das freut mich. Dann kommen wir auch dem Ende entgegen, meine lieben Freunde. Ja, wir können noch ein bisschen Werbung machen. Biersommelier Trier. Also, wenn ihr euren Haken bei den Hoffnungen hoffentlich schon gemacht habt, setzt ihn auch beim Biersommelier Trier. Und wenn ihr in Trier seid, könnt ihr bei Kraftbräu Tastings machen. Ihr könnt jederzeit bei Kraftbräu Tastings mit mir vereinbaren. Ihr könnt natürlich aber auch sonst jederzeit ein Tasting mit mir vereinbaren. Einfach auf der Webseite biersommelier-trier.de nachgucken, live, online, alles ist möglich. Und wenn das nicht schon genug Angebot ist, ihr könnt natürlich auch bei den Hopfenjungen ein Angebot machen. ihr habt die Qual der Wahl, aber vielen Dank, Andi, dass du hier dabei warst. Wie immer sehr, sehr aufgeräumt, sehr kompetent und sehr in die Tiefe gehen. Ich wollte jetzt nicht sagen, in die Breite gehen, das hört zu negativ an. Ich wurde ja auch
angelockt. Ich habe ihn angelockt mit Ovalis, habe ich ihn angelockt. Ja, man muss wissen, wie man es macht. Also, ja, vielen Dank dafür. Ja, ihr wisst jetzt, was ein West Coast ist, was New England ist, wisst ihr sowieso, was IPA ist sowieso. Und ja, gucken wir mal, was als nächstes kommt. Vielen Dank. Also, tschüss. Ciao. Oder wenn man jetzt ein 8% Double IPA hat mit ganz und mit vielen Aromen noch. Okay, Pause.